Hier auf diesem Kindercamp haben wir ein wichtiges Thema gehabt. Glaubensheld Petrus. Einmal hat Jesus Christus zu Petrus gesagt, Simon, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Hölle werden sie nicht besiegen. Für uns, die Gemeinde, die Geschwister, Zugehörigkeit zu der Gemeinde Jesu Christi ist sehr, sehr wichtig. Und ich möchte es vergleichen mit dieser Weinstock. Seht ihr, wie die Rebe von Weinstock so abhängig sind, dass sie solche schöne Frucht tragen können. So sind auch wir alle so sehr abhängig von unserem Herrn Jesus Christus und von der Gemeinde, die zu Jesu Christi gehört. Кто меня хорошо знает, тот знает, что я люблю искать приключения. Господи, если это ты, помоги мне идти по воде. Herr, wenn es du bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Als wir uns ungefähr vor einem halben Jahr zusammengesetzt haben, mit mehreren Personen, haben wir uns überlegt, wie können wir den Kindern Jesus näher bringen oder sein Leben, sein Handeln, dass die Kinder ihn näher kennenlernen. Und an welchem Beispiel können wir uns aus der Bibel orientieren? Meistens sind man ja irgendeinen Glaubenshelden. Und dann haben wir uns festgelegt auf den Glaubenshelden Petrus, weil das war ein Mann Gottes, der mit Jesus vieles erlebt hat und wo wir auch viele Beispiele für unser Camp dann herausnehmen konnten. Und Petrus hat ja zu der Zeit gelebt, als das römische Imperium an der Macht war. Und wir haben versucht, diese Zeit dieses Reiches hier nachzuspielen mit verschiedenen Kostümen, mit Szenen. Wir haben uns eigentlich mit den Kindern zurück in diese Zeit begeben. Die größte Herausforderung lag darin, die Geschichten oder das Thema den Kindern beizubringen, so dass sie das interessant finden. Und dass wir bei der Wahrheit bleiben. Das Schwerste lag daran, die Wahrheit, also bei der Wahrheit zu bleiben und nicht irgendwie abzuweichen von der Bibel, sondern uns an der Bibel zu orientieren und irgendwie nichts dazu zu erfinden. Wir haben die Morgensgottesdienste kurz gestaltet, dass die Kinder einen Tagesimpuls kriegen und so im Tag dann das Leben von Petrus vielleicht, dass das Leben von Petrus sie vielleicht begleitet. Und abends haben wir dann nochmal das Leben von Petrus aufgegriffen und ein Schauspiel oder eine Szene gezeigt, damit die Kinder sich in das Leben von Petrus oder in die Entscheidungen von Petrus hineinversetzen können. Und das wurde dann abgeschlossen mit einer Predigt, mit einem Impuls zum Beten, dass die Kinder einen Aufruf zur Buße, einen Aufruf zum Verkünden, einen Aufruf zur Veränderung. Damit wurden die Gottesdienste dann geschlossen. Wenn wir Jünger inhalten, за кого почитаем мы ученики? Und was habt ihr gesagt? Ihr что вы сказали? Ich habe gesagt, du bist... Besonders geprägt hat mich die Schauspiele, das den Kindern beizubringen und die Rolle als Petrus zu spielen und die Rolle selber zu erleben. Das hat mich auch sehr geprägt. Und das hat mich auch verändert, sage ich es mal so, weil ich den Petrus einfach fühlen konnte und mich in den Petrus hineinversetzen konnte und seine Eigenschaften, seine Gefühle spüren konnte.
ja, wir hatten hier sehr, sehr, sehr gesegnete Gottesdienste. Die Jugend hat sich da einige interessante Sketche überlegt, sehr gut gespielt. Und ich war sogar in der Vorbereitung ein bisschen dabei, also wo es darum ging, wie die Sketche oder was in den Sketchen rübergebracht werden soll. Aber wenn ich dann trotzdem so an der Seite da saß und zugeschaut habe, habe ich sogar gemerkt, wie das ist für mich sogar, der ich einigermaßen das Prinzip oder wusste, wohin die Geschichte geht, für mich war das sogar sehr interessant. Und ich habe auch gesehen, dass die Kinder da sehr gestrahlt haben. Ich denke, die Herausforderungen, die wir in dieser Zeit haben, ist ganz besonders. Wir leben in diesem Zeitalter, wo die ganzen Medien einen riesengroßen Einfluss auf uns haben. Und es ist sehr leicht, sich gefangen zu nehmen lassen von diesem Smartphone, sich gefangen zu nehmen lassen von YouTube, von Computerspielen. Und wir ziehen uns so immer mehr zurück und sitzen da bei uns in unseren Zimmern. Und ich glaube, solche Camps sind sehr, sehr wichtig, um rauszukommen aus dieser Blase oder aus unserem Haus, aus unserem Zimmer. Und einfach Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen, mit anderen Kindern, mit anderen Jugendlichen. Wir hatten zum Beispiel gestern eine Nachtwanderung. Da sind wir in den Wald gegangen und es wurde so ein bisschen die Himmelspforte simuliert. Standen da zwei Soldaten mit einer Fackel in der Hand. Sie haben die Himmelspforte so nachgestellt. Und dann stand eine Person da und hat den Kindern, die Kinder sind zu zweit nach vorne gekommen zur Himmelspforte, und die Person hat den Kindern die Frage gestellt, mit welchem Recht dürfen wir dich hier reinlassen ins Himmelreich? Und es wurde den Kindern gezeigt, dass wir von unserer menschlichen Seite es nicht verdient haben und es auch nicht verdienen können, ins Himmelreich hineinzukommen. Aber durch die Gnade Jesu, durch die Barmherzigkeit Gottes, gibt Gott uns einen freien Eintritt. Ich bin Gott dankbar für die ganzen Spiele, die wir so aktiv für die Kinder machen konnten. Es war so viel Organisation, wir haben versucht, jeden Tag was Neues für die Kinder einzubringen, dass sie Spaß hatten. Und wenn man diese Stationen und Spiele betrachtet, dann sieht man, dass Gott uns mit verschiedenen Gedanken reichlich beschenkt hat. Wir hatten viele Helfer, es waren an die 50 Helfer, die wir nur für die Spiele hatten, und Gott hat uns gesegnet bei der Vorbereitung. Die Kinder waren fröhlich, es war sehr interessant. Es gab viele Denkspiele, viele Parcours. Wir haben versucht, dass für jedes Kind was dabei ist, und über das ganze Camp her sehen wir, dass einfach Gottes Gnade mit uns war. Ich bin einfach Gott dankbar für die ganze Zeit, dass man hat gesehen, dass Gottes Wirken einfach da war.
persönlich war dieses Jahr der Camp ein sehr gesegneter Camp. Ich durfte sehen, dass der Herr unsere Kinder sehr reichlich gesegnet hat. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch die Leiter haben einen sehr großen Segen von diesem Kindercamp bekommen. Ich durfte viele, viele neue Erfahrungen sammeln in diesem Kindercamp und dafür bin ich dem Herrn dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass die Kinder geistliche neue Erfahrungen sammeln konnten. Wir haben gesehen, wie der Herr mit dem Heiligen Geist getauft hat, wie der Herr mit uns gesprochen hat, zu uns gesprochen hat. Wir durften mit ihm in Gemeinschaft verbleiben und in seiner Gegenwart durften wir sein. Und dafür bin ich dem Herrn besonders dankbar. Und ich sehe es für heute, in dieser heutigen Zeit, sehr, sehr wichtig, dass man solche Veranstaltungen organisiert, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben, wo wir uns absondern, wo wir uns Zeit nehmen für die Gemeinschaft mit dem Herrn. Denn in dieser heutigen Zeit, wo die Kinder sehr darauf fokussiert sind, in Social Media, in der Internetwelt, wo sie sehr viel Zeit reinlegen, dass wir so etwas organisieren, damit sie daraus rauskommen und sehen, wie wunderschön es doch ist, auch mit anderen Kindern, mit Gleichgesinnten Gemeinschaft zu haben und Gott zu dienen.